Und jetzt habe ich auf jeden Fall zu wenig Chitin, um da noch fertig zu werden. Geh mal eben ein bisschen Chitin für dich holen. Mach dir derweil eine Rüstung fertig, ne? Also. Ja. Top. Mein Gott, nee. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so gern ich auch eigentlich den Fight suche, mit den Lecks jetzt gerade will ich ehrlich gesagt nicht kämpfen, weil es ist einfach nur ein Bowler reingelackert wahrscheinlich. Ja. Das ist echt nervig. Ich hab schon umgestellt, bevor ich da 5 Jahre warte, bis ich den mit Bowler treffe. Wenn er mich davor trefft, schaue ich lieber, dass ich ein paar Pfeile zwischen den Treffen, weil bei dem Mensch, Bogen. Mach doch. Der Typ, der ist halt ein Schuss für ein Oberteil. Dann halt noch. Ich brauch's jetzt auch nicht schreiben, aber Ping. Das ist der Kerl, der hier hinten mit dem Stego auf die Foundations einschlägt, glaube ich. Der wird die sein. Damage-Zahlen, die sind halt... Gatos Schuld. LOL! Cooper, fuck you! Kay und Cooper sind so super! Geiler Name! Nice. Also die Foundations sind schon dunkel. Bald hab ich's. Oh, da ist der andere Codex schon wieder. Irgendwie also das... Und das ist ziemlich nervig. Ja, mit dem. Ich habe eine Foundation weg. Und die andere auch. Nice. Nice. Ah. So, Pause. Ist Session vorbei oder? Ich habe, glaube ich, genug getan für heute. Ah. Ich werde den Stego hier einfach stehen lassen. Ich laufe da jetzt nicht vor. Versteck mir jetzt einfach in den Buschen hier. Versuch mal, als ob ich da jetzt vorlaufe. Ist schön, wie der Baktor. Der Baktor. Der Baktor. Der Baktor. Wie der Raptor in mich reinrennt, teilweise. Ach, du bist jetzt von Raptor auf Baktor gekommen. Okay, ja, ich weiß auch nicht. Ich wollte Backen und Raptor sagen und daraus wurde Baktor. Ich sehe eine Foundation. Michael, hier ist eine Foundation. What, wo? Die haben an der Rampe zu, wo wir immer hochspringen, haben die eine Foundation geplaced. Lol. Was für Ficker. Ich glaube, by the way, wir hätten uns auch einfach ein hohes Schwert machen können oder so und das damit zerkloppen. Wäre wahrscheinlich sogar fast schneller gewesen. Echt, dann müssen wir... Ja. Soll ich mein Schwert machen? Nee, ey, ich das aktiviert zu viel Metall. Ja, komm, lass die hier ihre eine Foundation haben. Wird's hier eigentlich auch nicht alles mit Foundations zu clustern. Ich habe jetzt Chitin geholt. Noch mal ein paar Pilze sammeln. Alter, ruckelt. Wenn es um Schönheit geht, gewinnt unsere Base definitiv nicht. Sag mal ruhig. Muss ich noch ein bisschen anschauen. Hast du dir das schon? Ah ja, warte. Wait, what? Die Chitin-Rüstung wird noch gecraftet. Da fehlt mir das Chitin für. Illy kann es schon rausnehmen. Okay, Chef. Achso, Gilly soll ich schon nehmen. Ja, die ist ja schon fertig. Ist ja schon voll. Höher geht er nicht. Das Upgraden macht den Server, glaube ich, nicht gerade besser. Nope.
Machen wir noch ein paar Nahkampfeine. Und Gratscher dabei sind. So, dein Gillies sagt dann, dein Chitin-Set ist jetzt gleich durch. Lass mich mal eben noch die Werte angucken. Also, ganz schön austauschen. Nee. Die ganzen Top-Werte nimmst. Was hast du denn? 300, 340, 360, 330, 420, deine Hose ist nice. Haltbarkeit ist... Deine Schuhe werden die wahrscheinlich ein paar Mal flöten gehen, schätze ich. Na gut. Ja, deine Schuhe gehen vorher flöten, auf jeden Fall. Deine Schuhe sind etwas besser. Deine Hose ist auf jeden Fall besser. Ich habe jetzt schon was rausgezogen bei der. Ja, ja, mein Helm ist, glaube ich, ganz nice. Einen Leck später. Ja, ist ja echt so. Habe ich nur notfalls noch eine normale Chitin und den Gilly aus Ersatz, theoretisch, aber. Ja, dann noch eine normale. Ach, ja, die normale Chitin kannst du wahrscheinlich weglegen. Dann wirklich. Weil die kann ich da kannst du besser zum Upgraden nachher noch verwenden. Ja, ich schmeiß die mal da rein. Wieder für die Upgraden. So. Bisschen wie ein Russland-Server, lol. Lass uns doch mal gucken. Guck mal gerade das Teil so allmählich hier raus. Könntest, wenn du möchtest, die Holzkohle, das hätte ich jetzt auch in ein zu, egal. Du bock die Holzkohle, schau mal in Schießpulver umzuwandeln. Mach ich. Alter, das ist gerade wirklich nervig. Und wieder. Alter, ich komme hier nicht voran. Lass doch mal die Lags. Perfekt, 18 Uhr, es wird gerade dunkel. Nice. Ich finde das ja immer los, wenn es Nacht wird. Ja, vor allem ist es immer dieses 18 Uhr, wo es dann einmal richtig dunkel ist und dann wieder... Geil. Nice, runtergeleckt. Eigentlich egal. Ja, spring einfach. Ja, komm schon. Ja. Yeah. Ey, ich würde mich so anpissen, wenn es da mal leckt und ich dann lande und Ravenger tot. Wäre öde, ja. 19 Uhr. So gern was sehen. Na. Ich würde, also, das Sehen ist mir egal, aber dieses Gelegge, ey. Du bist bei mir gerade durch den Stein gelaufen. Ist okay. Du stehst gerade bei mir im Stein. Nice, jetzt bin ich zweimal gegen den Stein gelaufen, obwohl ich eigentlich schon da vorbei war. Da ist ein Kanu vor uns. Läuft da einer rum? Ja, klappt, oder? I don't know. Ja, da läuft einer. Da ist Phileas Berg. Ja, der. Crimson Predator. Das ist der. Nee, abfahren? Der können wir machen. Okay. Leckt zwar wie scheiße, aber. Egal. Was soll's. Und draufknabbern. Also haben wir eigentlich den Buff zu tot nicht, ne? Nee. Hat aber auch. Er macht uns sogar Licht. Ah, die sind zu tot.
Oh, wir haben verbesserte Düchse. Ernsthaft? Ja, ich habe dem kaum Damage gemacht. Dann willst du ihn trotzdem weiter anhauen? Ne? Ich versuche ja mit dem Bogen. Oh, die haben allerdings verbesserte Rüstung. Alter, der hat mich gerade narkotisiert. Alter, er hat keine Rüstung mehr, oder? Ja, der ist tot. Ja, ich habe ihn mit Narkofallen beschossen. Dein Mate ist weggerannt. Dein Mate ist über uns. Hier oben. Jo, ich seh's. Wer springt mit dem Fallschirm? What the fuck? Ich bin nicht zu dumm. Ah, Gott, ey, das ruckelt das vielleicht. Das laggt halt auch. Das ist der irgendwie überladen oder hat der Knochen durch? Was oh, er bullert mich. Oder er versucht mich zu bullern. Nein, ich hab ihn noch nicht. Mir rechts. Haben. Schön. Oh, der macht Damage mit seinen Bogen. Jetzt ist er eingepennt. Warte, ich zieh die Rüstung aus. Der ist Bulldog. Ausgezogen. Jo. Mach kaputt. Mach den Bulldog mal down. Er hat gerade jede Menge. Er hat ganz, ganz viel Fleisch gesplittet. Oh, der hat verbessertes Werkzeug. Der hat vor allem eine Flinte und Narkozeug. Das ist ein fucking 800er Bulldog, ey. Wassergläser, Zeugs, Bowler. Verbesserte Axt. Narko. Ah. Bisschen Zeug hatte der. Geh mal den anderen looten. Ja, das dauert bei mir ein bisschen. Okay. Ja, der Bulldog ist aber Level 800. Ich zieh den gleich zum Spino, ey. Kannst du mir glauben? Komm mit. Spino, töte ihn bitte für mich. Ey, Spino, da kommt ein Bulldog. Ey, Spino, interessiert sich nicht für mich. Hier, aber für den Bulldog könntest du dich interessieren. Ja, danke schön. Machst auch ein bisschen mehr Damage, also ich. 249 gleich. Angenehm. Alter, der Bulldog won't want den Spino. Der Spino hittet den nicht. Guck dir das an. Du siehst nur den rote Damage-Zahlen. Spino? Den Raptor meinst du? Nee, den Spino, da hinten. Der rote Damage dann beim Spino. Ich habe den Bulldog da hingezogen. Der Spino hittet den Bulldog nicht, aber der Bulldog hittet den Spino. Nice. Der won wie won den Spino da gerade. Weiß mir jetzt. Nein! Oh mein Gott, ich habe Take All gedrückt. Wieso schießen nicht direkt mit dem Bogen? Hey. Kannst du mich mal gerade deffen? Ja, ich stehe um dich rum. Also, hier kommt nichts Gefährliches, außer vielleicht ein 800er Bulldog. Der Spino, der... der kommt gar nicht auf Platz. 500er Spino. Gut. Nein, der Bulldog kommt. Achtung, der Spino kommt. Jetzt bin ich... Jetzt kann ich mich bewegen. Oh, jetzt hittet er dann wieder. Nice. Okay. Bulldog, du hast... Wie das ausschaut einfach. Dieser Mini-Bulldog gegen diesen riesen Spino. Alles tot hier? Ja. Ich würde mich interessieren, wo die bauen. Ich muss mal ganz kurz nochmal eben mein Inventar sortieren. Ja, wir wissen, wo die bauen. Das sind die, die neben der Höhle bauen. Ernsthaft? Ja. Cool. Ich habe den gerade zwei Flinten abgezockt. Nice. Das ist actually wirklich nice. Verbessertes Werkzeug habe ich auch. Vielleicht mit den Flinten können wir dann gleich auf die Snipen wir müssen, die nur verbessern, die Flinten. Alter, ja. Dieser Leck. Mit ihren eigenen Flinten abschießen, ne? Das wird mich ärgern, ja. Wahnsinn. Ja, schon so ein bisschen. Hat der Spino jetzt gewonnen oder was ist da los? Oder ist die Party zu Ende? Wir haben verbesserte Lederrüstung nur an, ne?
Allerdings hat die Rüstung, ja gut, die geht allerdings von, die haben dann nur immer so 130 Rüstung oder sowas haben die dadurch. Und dann so wenig Damage schenken wir als bei unserer Rüstung, wenn da jemand mit so einem Bogen wie wir. Ja gut, haben wir schießen halt auch nur mit Bögen, ne? Also sobald wir mit einer richtigen Waffe da drauf schießen, die haben auch beide einen Bogen, 510 und 505 gehabt. Ja. Er hatte noch eine Pike mit 670, der Typ. Die nehme ich mal mit, die tut richtig weh. Oh ja. Okay, weiter Ravager suchen. Du leuchtest rot, by the way. Also du hast diesen Buff. Oder echt? Dieses Alpha-Männchen-Dings, also bei mir jedenfalls. Warte mal, ich nehme mal eben den 500er-Bogen, der hat nämlich mal gediegene 100 Damage mehr als meiner. Aus anderen Bogen? Meiner hat 471. Na gut, ich hätte noch einen 505er sonst im Angebot. Ja, das macht jetzt nicht die Welt. Ja. Der Bogen hat schon ein paar Kills in der Rechnung, also von daher. Nice. Killcounter, Stat-Track oder was? Ja, richtig. Die Litze macht dann was, so eine Kerbe rein. Ich ein ganz krasser Dude bin. Im Zuge dessen sollten wir vielleicht dann mit ein paar C4 bei denen mal vorbeischauen. Bevor die nachher Turrets haben. Weil die waren auch schon am Perlen sammeln. Ich hab denen die ganzen Perlen abgezogen. Nice. Ja, da haben wir schon wieder unsere krassen PvP-Künste gezeigt, ja. Total krass. So wie damals hier, war das Timecube, wo wir den kompletten Tribe-Satz dazu auseinandergenommen haben? Am Anfang die Sesamstraße. Tech Hunter war das. 1 gegen. Da ist ein blaues. Oh, hier ist ein roter und ein blauer. Sesamstraße war das, glaube ich. Oh ja, da kommt jetzt eine Doppelpatte. Lauf einfach weiter. Da ist schon wieder ein Player. Wo? Oh. Ach da. Da ist auch eine Dolt, hatte ich also. Dort. Cooper! LOL! Mal schauen, ob er den Namen erkennt. Ich weiß nicht, kennt Cooper den Namen? Er kann den Tribe nachgucken. LOL. Was macht der denn hier? Ist der scheinbar schon gestorben? Wahnsinn. Die wissen, glaube ich, nicht, wo sie bauen können. Also ich glaube nicht, dass sie so einen übel Secret-Spot genommen haben halt. Und dann, dass er random gestorben ist. Ja, aber warum spawnt er dann hier? Vor allem, in welche Richtung ist der da gerannt? Die Frage, ob er wusste, wo er hinrennt oder ob er einfach nur gerannt ist? Einfach nur gerannt, glaube ich. Würde ich jetzt mal pauschal sagen. Da oben, oberhalb. Da ist doch einer. Hier. Nice. Level? 40. Wow! GG. Ja, komm mal mit, wir laufen hier eine Kurve. Laufen quasi wieder Richtung Spot. Bleib bei dir, sonst verlaufe ich mir noch. Boah, schön, dass du denn über den Teddy gesprungen. Danke. Aber was ist hier alles tot? Wenn hier gerade irgendein Spieler durch ist. Ja, kann der Chat jetzt mal ausgehen, bitte? Wenn jemand was hittet, dann baut er das doch auch ab. Ja, halt. Eigentlich ja. Es ist jetzt gerade 18 Uhr, ne? Also ich habe Kletterwerkzeug zur Not einstecken. Man könnte jetzt hier gleich in der Wüste mal einmal hochsteigen, aber Bock habe ich eigentlich jetzt nicht so. Weil zwei Roll Rats. Oh, da sind zwei. Er muss aber schnell sein. Gotta go fast. Oh, da wäre jetzt einer gerade. Oh, der war meine. Wer, wo, was? Da ist ein Revenger. 80, 60 und 360. Ja, 360er wäre nicht uninteressant, aber lass uns mal weitersuchen. Ja, da oben sind noch welche. Ich sehe die halt gerade überhaupt nicht, ne? Es ist halt 220, direkt vor uns. 220 und 80. Und wir haben immer noch die zwei scheiß Ratten hinter uns. Ah, jetzt haben sie Aqua verloren, glaube ich. 220 ist halt der höchste, ne? Ah, wir kommen weiter. Krass, wie dunkel das immer um. Sagen wir mal, SP. Jede Nacht aufs Neue wundere ich mich halt. Guck mal da. Ja, gut, dass du dich dann auf einmal weitergeleckt hast. Die wilden Kerle. Da können wir doch bestimmt noch. Da steht der Obstler davor.
Der baut gerade Büsche ab. Reinspringen? Ja gut, noch können sie uns nicht einbauen, glaube ich. Steht ein Raptor. Guck mal kurz. Raptor 821. Aber die raffen uns gar nicht, kann das sein? Ich glaube, der hat uns schon gedacht. I don't know. Ey, eigentlich hätte ich schon Bock auf einen Obstler, aber weiß er nicht. Einfach mal mit dem Bogen schießen. Vielleicht rallt das irgendwann. Jetzt pennt er wahrscheinlich ein. Er ist eingeschlafen. Ja. Na komm, lass den Rest stehen. Ja, ist egal. Er hat auch nur Bullshit dabei gehabt.